Hallo und herzlich willkommen zurück bei Apex Legends. Ja, ja, das ist gerade mega unglücklich gelaufen. Ich habe ja vorhin gerade aufgenommen, wir hatten schon eine Runde gespielt und ja, Internet sagte nö und dann bin ich rausgeflogen und ja, dann war das so RIP. Gut, nee, damit herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Apex Legends. Jetzt kann ich den ganzen Quatsch nochmal erzählen. Also, was haben wir gemacht? Wir haben eigentlich gut Punkte gemacht. Wir sind mittlerweile Silber 1. Ich habe ein bisschen Offscreen gespielt, weil ich dachte, oh komm, muss ich jetzt nicht alles aufnehmen. Aber wir sind kurz vor Gold 1 und das möchte ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Wir brauchen noch, noch nicht mal mehr 200 Punkte. 100... 170, 160, 163 oder so. Habt jetzt nicht genau im Kopf, wie viele Punkte wir noch brauchen. Ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet. Aber wir brauchen nicht mehr viel. Das heißt, in zwei guten Matches können wir Gold 1 werden. Whey! Geil, oder? Finde ich auch. Finde ich mega gut. Ich hoffe nur, dass ich nicht gegen diesen grinsenden Roboter antreten muss. Vielleicht ist okay. Das Ende steht bereits fest. Okay. Vertraut darauf. Wir haben keine Wahl. Wir müssen siegen. So. Ah, oh Mann, das mit dem Internet gerade hat mich richtig genervt. Router Restart, beziehungsweise hier neuer IPv4 wird der jeden Tag einmal vergeben. Ah, oh, hat das jetzt genervt. Ich hatte einen richtig guten Landeplatz und in der ersten Box war ein Purple Schild drin. Und eine lass uns hier landen. 103. Ich glaube, das war die 103 oder 301. Okay. Ich weiß es gar nicht. Absprung! Festhalten! Auf jeden Fall war da eine coole Waffe drin, Purple Schild. Ich hätte direkt losgehen können und alle töten können, aber nein. Apex sagt nein. Ah, blaues Schild direkt am Anfang. Finde ich schon mal nicht schlecht. Nades werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Scheiße, ja. Oh ja, die Waffe finde ich mega gut. Die L-Star. Erster Treffer. So, welche haben wir? Die R99. Ich würde gerne die 301 mitnehmen, danke. Wir sind schon drin. Hier schon eine Box. Ey, Apex meint es gerade gut mit uns, ne? Also. Finde ich gut. Also, ich meine, es ist jetzt nicht. Also, für den Anfang ist das Porno-Loot. Für mich zumindest. Für euch, ihr Pros, vielleicht nicht, aber für mich ist das mehr als ausreichend gerade. Ist ja sowieso besser, jeder besser als ich, weil ich der Anfänger des Jahrhunderts bin. Ich strecke sie mit einem Köder aus. Okay. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber wir nehmen es mal mit. Vielleicht gibt's da lang was Gutes. Was ist das hier? Erhöht halbautomatischen Schaden, senkt Feuerrate und verbraucht mehr Munition. I take it. Die Elster finde ich sowieso mega geil. Achtung, es gibt eine neue Killspezie. Die hat kein Magazin, sondern halt wirklich. Achtet auf den neuen Killspezie. Ich glaube, das war ein Magazin. Aber dafür überhitzt sie ab und zu, wenn du zu lange ballerst. Aber ich glaube, ich kann das verkraften. Hier ist ein Körperschild. Stufe 2. But I don't need. Ich will die Box da vorne haben. Ich will beide Boxen haben. Geht weg. Geht weg. Ja. Nee. Ja, nehmen wir auch. Oh ja.
jetzt einfach hier rein und loot mir die Hucke voll. Was ich gerne mal wüsste, ist... gönn ich mir. Danke. Was ich wissen wollen würde, ist, wo die Tresorschlüssel spawnen. Ja, gönn dir. Komm, kriegst auch eine Kiste. Die lasse ich dir. Ja, oh, da will ich rein. Ich will da so rein. Ich habe das blöde Gefühl, ich sterbe jetzt. Genau jetzt. Vielleicht gibt's da lang was Gutes. Genau, geht da mal hin. Erweitertes schweres Magazin. Stufe 2. Das kann ich brauchen. Braucht man nicht. Ich spiele eh nicht so mit Nades. Liefere Care-Paket aus. Also eigentlich so gar nicht. Care-Paket von oben. Ah, blaues Schild hat man jeder. Magazin. Stufe 2. Also ich würde sagen, wenn wir jetzt keinen goldenen Rucksack nehmen, finden. Die brauchen wir echt nicht mehr. Ja, komm, die schmeißen wir weg. Wir haben schon genug. Ich würde sagen, wir brauchen eigentlich nichts mehr außer Heal-Stuff. Unten. Hier ist eine Optik. Ich will Scharfschützen. Eigentlich will ich die ganze Munition mitnehmen, ne? Okay, die brauchen wir auch nicht mehr. Wir sind dann voll. Davon nehmen wir nochmal ein bisschen Munition mit. Hier, siehst du, du hast halt nur... Du hast alles, was du aufhebst, direkt in einem Magazin. So, nur wenn du halt die ganze Zeit rumballerst, erhitzt sich die Waffe und dann musst du halt kurz eine Sekunde warten, wie beim Nachladen. Also wenn du es nicht übertreibst, kannst du permanent mit der Waffe schießen, bis du keine Munition mehr hast. Oder ist 150 Max? Brauchen wir auch nichts. Joa, das mag ich mir einzuverleiben. Ich könnte ein erweitertes schaffen. Ich brauche ein erweitertes... Hier ist ein erweitertes schweres Magazin. Stufe 3. Das kann ich brauchen. Wir bräuchten ein leichtes. Ein erweitertes leichtes Magazin. Stufe 3. Alter Junge. Ich würde sagen, wie viel Munition? 320. Hier ist ein Helm. Wir schmeißen die Nate weg und nehmen noch ein bisschen Heal-Stuff mit. Wie gesagt, ich spiele nicht mit Nates normalerweise. Auch wenn das dumm ist. Nates zu schmeißen ist nichts Schwieriges, aber ich stehe da nicht so drauf. Ich schieße lieber. Und lass das Naden anderen. Wir sind hier gleich einmal. Ja, wir sind mitten in der Zone. Noch 10 Squads verbleiben und ich habe keinen Gegner gesehen. Plus 8. Nicht alle von uns sind im Ring, doch dort liegt der Sieg. Oh, okay. Ziel gesichtet. Neuer Kill-Spitzenreiter. Und entsende meinen Köder.
War das jetzt ein Safe Call, dass da jemand war? Brauche eine Optik für eine MP. Kein Dunst. Aber wir fahren mal hier rein. Auch ja, das nicht. Auch nicht. Nee. Nein. Aber wir können eigentlich nochmal hier den Gang runter looten, ne? Ich könnte ein erweitertes Scharfschützenmagazin gebrauchen. Ah, hier war doch jemand, den hat er doch gesehen. Auch nix. Hier ist ein Körperschild. Stufe 3. Das brauche ich. Gönnt euch. Oh, ich hab. Ich hab dich reingelegt. Gegner in der Nähe. Ich gönne mein Schild leider auf. Behind you, behind you, behind you. I told you. Im Tod liegt mehr Ehre als in einem Leben ohne Prüfungen. Ich habe ihm noch gesagt, hinter ihm. Ah. Oh. Keiner hat einen Kill gemacht, Alter. Belastend. Belastend. Oh, das nervt mich gerade richtig. Keine Ahnung, man rennt doch nicht einfach zu jemandem und sagt, hey, komm, ich heb dich jetzt auf hier. Komm, ich komm, steh auf, Junge. Ah, Mist. Oh, das hätte viel besser laufen können. Viel besser. Aber ich glaube, ich würde sagen, das war's dann erstmal mit dieser Folge hier. Und wir starten dann direkt in die nächste Folge mit rein, weil ich nochmal einen kurzen Aufnahmestopp machen möchte und nochmal eben kurz was machen muss. Also, ich bedanke mich bis hierhin recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis gleich. Tschüss.